Hallo zusammen. Das Wetter in Wien ist aufgeklärt und die Sonne prangt am Wiener Stadthimmel, als sich die vier Neuakademiker für einen freundschaftlichen Besuch zu den Violisten Wolfgang Peitner aufmachen. Doch die freudige Stimmung wurde alsbald von einer unangenehmen Nachricht überschattet, als Herr Peitner mit einem traurigen Gesichtsausdruck von dem gestrigen Einbruch in seinem Haus und dem Diebstahl seiner exklusiven Konzertgeige, einer schwarzen Steiner, erzählte. Vom Verlust seines Platzes bei den Wiener Philharmonikern ganz zu schweigen. Auch die undurchsichtigen Personen, welche in letzter Zeit Kontakt zu Herrn Peitner aufnahmen, scheinen von Haus aus verdächtig zu sein. Bleibt doch die Frage, was der Vatikan mit einer Geige möchte und warum ein spanischer Geschäftsmann nicht zum geplanten Termin erschienen ist. Während des Suchens nach Spuren und dem Befragen der auskunftsfreudigen Nachbarin Else Klinger wirft die letzte Nacht rund um das Peitnersche Haus mehr Fragen als Antworten auf. Nur eines scheint sicher, die Anzahl der vermeintlichen Zufälle verdichten sich zu einer makabren Geschichte, welche selbst vor dem Tod nicht Halt macht. Mit mir sind heute Jens als Diplombiologe Albert Wolf. Hallo. Matthias als Arzt Otto von Horn. Hallo. Lars als Diplom-Ingenieur Fritz Stöckle. Hallo. Und Thomas als Magister der Literaturwissenschaften Wilhelm Richter. Servus. Ja, und ich bin der Michael als Spielleiter und damit gehen wir auch wieder direkt ins Rennen. Ja, also wir sind jetzt wieder in der Wohnung zum Schluss gewesen, oder? Ja, genau. Also, was denkt ihr? Was sollen wir als nächstes tun? Könnt ihr euch irgendwie einen Reim drauf machen, was da? Ich bin irgendwie momentan ein bisschen planlos. Also, was wissen wir denn jetzt bis jetzt alles komplett? Also, ich meine, es wurde diese schwarze Steiner gestohlen, richtig? Also, es ist ja irgendwie ein Instrument, was sehr selten ist, schon sehr alt war und was auf einer Auktion ersteigert wurde, richtig? Auf einer Auktion, das ist richtig, ja. Und zwar von einem Herrn Demmel, der als Sponsor fungiert hat für den Herrn Peitner. Genau, dieser Herr Demmel ist ein Geschäftsmann, der ihn im Prinzip sponsert und ihm auch diesen Tipp gegeben hatte, dass die Geige da zu haben war. Richtig. Und dann wurde doch die Geige von einem Herrn Spansky begutachtet und ihre Echtheit wurde doch von ihm auch überprüft, oder? Genau, der ist ein Besitzer eines Musikgeschäfts. Genau, und die Spuren deuten darauf hin, dass der Einbrecher über den Hinterhof kam, den Schuppen eingestiegen ist ins Arbeitszimmer und vermutlich das Haus durch die Vordertür verlassen hat, weil die Spuren nur hin und nicht zurückgehen. Wobei das ja auch eher Spekulation ist, weil rein theoretisch könnte er auch so lange in dem Arbeitszimmer auf dem Teppich rumgewütet haben, bis seine Schuhe wirklich sauber waren und hätte er auch so gesehen wieder ganz normal über den Hinterhof zurückgehen können. Ja, aber waren ja keine Fußabdrücke. Ja, mit sauberen Füßen wären dort keine gewesen, ne? Ja. Nein, im Hinterhof war ja alle der Boden weich. Aber hat man ja Abdrücke gesehen durch den Hinterhof, deswegen war es im Arbeitszimmer schmutzig, aber man hat keine Spuren wieder vom Schuppen weg in den Hinterhof gefunden. Genau, und bei dem nassen Matsch, der da lag, hätte man das sehen müssen. Genau. Ja, du hast natürlich recht. Und außerdem hatten sie auch gesagt, dass sie die Tür nur zugezogen und nicht richtig abgeschlossen hatten. Genau, und darüber hinaus wissen wir noch von der Frau Else Klinger, der Nachbarin gegenüber, dass dort auch noch in derselben Nacht ein Mord geschehen ist. An einem Obdachlosen. Vermutlich. Dessen Leiche saß in der Nähe von der Tür zum Hinterhof, die auf die Straße führt, deren Schloss aufgebrochen war. Mhm. Und nicht zu vergessen, es gab diesen ominösen Spanier, der den Herrn Peitner für Barcelona anwerben wollte. Deswegen war das Ehepaar Peitner nicht in der Wohnung zur Tatzeit, aber das Essen hat nie stattgefunden. Der Spanier ist nicht aufgetaucht. Wie war nochmal sein Name? Irgendwie Pacciano oder so? Ja, ne? Pacciamo, ja. Pacciamo, ja. Dann haben wir noch den Vertreter des Vatikans, der die Geige holen wollte und gesagt hatte, dass sie eigentlich Eigentum des Vatikans sei. Wissen wir da einen Namen? Er hat, glaube ich, keinen genannt bis jetzt. Aber sofern ich mich erinnere, war das ein Brief und dort wird ja einer draufstehen. War der Brief nicht von dem Spanier? Die Einladung, weil der Herr Peitner hat den Spanier nie persönlich getroffen. Stimmt. Und dann gibt's noch einen Herr Brebischl, vermutlich ein Polizist, laut Frau Klinger.
aber er hat sich nicht ausgewiesen und war in Zivil. Hm. Wo wäre da als erstes anzusetzen? Wahrscheinlich ist es am einfachsten, den Inspektor Brebichl auswendig zu machen. Wenn er denn tatsächlich ein Polizeiinspektor war, dann könnte man auf den ganz gut, dann könnte man den ganz gut ausforschen, denke ich. Die Frage ist, ob er uns dann auch wirklich etwas sagen würde. Alternative wäre natürlich, den Spanier ausfindig zu machen, den Pajama. Ob es den tatsächlich gibt und ob der was mit Barcelona und dem Orchester dort zu tun hat. Ja, das frage mich nur, wo wir da ansetzen sollen. Also sollen wir da einfach bei den hiesigen Philharmonikern nachfragen? Ich meine, über den Herrn Peintner haben wir natürlich gute Kontakte da jetzt, ne? Vielleicht könnten wir da den Konzertabend nutzen und uns da ein bisschen durchfragen. Aber ist der Herr Peintner nicht aus dem Orchester geflogen? Das ist korrekt. Da hast du jetzt auch recht, ja. Wie sollen wir dann zu unserer Kultur kommen? Darum geht's ja, wir brauchen die Geige, damit er wieder spielen kann. Naja, aber mein Onkel hat doch gesagt, dass wir ein Konzert der Philharmoniker hören werden. Darauf habe ich mich schon so gefreut. Ich meine, das ganze Bier in den Absteigen, ja, okay, das ist auch ganz nett, aber die Philharmoniker. Diebstähle und Morde und du denkst an Kultur. Ja, und an Clara. Die sollten wir dieser Tage auch nochmal besuchen. Ja, aber das ging ja auch erst am Wochenende. Ja, richtig, ja. Die Besuchszeiten sind nur am Wochenende. Also. Wir könnten natürlich auch erstmal zu dem Herrn Szymanski gehen und vielleicht einfach mal nachforschen, ob dieser Italiener, also hat sich auch nach dieser Geige bei ihm erkundigt hat. Und vielleicht ist es gar nicht so abwegig, dass der Herr Szymanski auch den Leiter des Orchesters in Barcelona kennt. Mhm, stimmt. Also das könnte ein guter erster Schritt sein. Meint ihr, wir sollen Herrn Peintner fragen, wo der Herr Szymanski sein Geschäft hat? Kann nicht schaden. Ich bin mir sicher, Herr Peintner hat so, während wir vier die Köpfe zusammenstecken, zu uns rübergeschaut. Den kann man jetzt sicher... Nein, Herr Peintner ist gar nicht zugegen. Lediglich die Lydia Peintner ist da. Sie hatte ja auch gesagt, dass der Wolfgang sich zurückgezogen hätte in sein Arbeitszimmer. Das Ganze hätte ihn wieder so ein bisschen aufgewühlt. Mhm. Und das führt jetzt dazu, dass er nicht mehr informationswillig ist. Ihr könnt ja die Lydia fragen. Frau Peintner, ich hätte da eine Frage. Ja? Dieser Herr Szymanski. Herr Szymanski. Also wie Herz und dann Manski hintendran. Ach so, Herr Szymanski. Ich habe immer geglaubt, Herr Szymanski. Nein? Der Herr Herzmanski. Genau, der Herr Herzmanski. Das Österreichische ist gar nicht so einfach. Ja, hast mich jetzt eiskalt erwischt. Der Herr Herzmanski, wo hat denn der sein Geschäft? Könnte man den irgendwie besuchen? Ja, sicher. Das war jetzt ein wunderschönes wienerisches Ja, sicher. Respekt ja, sicher. Dafür. Ja, sicher. Der hat eine Musikalienhandlung, Doblinger. Die ist in der Dorotheengasse zu finden. In der Dorotheengasse. Wissen Sie denn, was er für Öffnungszeiten hat? Ist er jeden Tag zugegen im Geschäft? Da bin ich ein wenig überfragt, aber ich denke doch. Na, dann werden wir dort wohl mal unser Glück versuchen, oder? Ja. Der Laden heißt Doblinger, habe ich Sie da richtig verstanden? Genau, Musikalienhandlung Doblinger. Doblinger. Und die Dorotheengasse ist hier um die Ecke? Das ist die Innenstadt quasi, ja. Das ist direkt Wollzeile, okay, ja. Dann kommen wir doch auch am Stephansdom vorbei, zum Beispiel. Genau, dann haben wir doch unsere Kultur. Ja, es ist tatsächlich von hier nicht allzu weit. Also das kann man fußläufig wahrscheinlich in, was weiß ich, in so 25 Minuten oder so. Ja, genau. Also länger als eine halbe Stunde dürfte das nicht dauern. Ein bisschen flanieren durch die Innenstadt. Wunderschön. Na, passt. Okay, ja, dann machen wir uns auf zur Dorotheengasse. Ihr verabschiedet euch von Lydia Peintner. Und versprechen ihr, dass wir unser Bestmögliches geben werden, um die schwarze Steiner wieder in den Besitz der Peintners zurückzubringen. Und dass wir sie auf dem Laufenden halten. Ausgestattet mit dem Stadtplan von Wien, marschiert er dann also einmal los, quer durch, ja, wahrscheinlich macht er so möglichst die Luftlinie. Das heißt, sie kommt einmal an der Burg vorbei, am Volksgarten, Burggarten, durch die Innenstadt von Wien. Ihr wolltet am Stephansdom vorbei. Mhm. Als wir da an der Burg vorbeikommen und am Hof, würde ich doch bemerken, dass das etwas größer ist als das Stuttgarter Schloss. Mhm. Gebt ihr mit einmal eins auf Verborgenes erkennen? Schon mal prophylaktisch.
Mhm. Okay. Fritz ist begeistert von der Hofburg. Jawohl. Das gilt wohl auch für Otto. Oh ja. Ich habe unabsichtlich zweimal gewürfelt. Ja, also nehme ich das Schlechtere, ne? Ich würde sagen, du nimmst das Erstere. Ist okay. Also Wilhelm und Albert haben einen regulären Erfolg. Okay, gut. Genau. Kommt ihr irgendwann in der Dorotheengasse an, steht da vor einem Geschäft, großen Schilds, Musikalienhandlung Doblinger seit 1817. In der Auslage sind diverse Musikinstrumente zu sehen und ja, durch die großen Scheiben kann man auch sehen, dass im Laden auch Menschen sind. Das Geschäft wird wohl offen haben. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass die Musik und die Mathematik sehr nah miteinander verwandt sind? Ja, hast du. Es ist noch keine 3 Stunden her, da hatte ich die Bücher in der Hand und du erzähltest schon sowas. Wenn du 3-4 Bier getrunken hast, neigst du gern dazu, darüber zu erzählen. Oh. Aber ich höre gern zu. Ich meine, ich verstehe nicht viel von Mathematik, aber ich habe trotzdem ein gewisses Interesse des Ahnungslosen daran. Ja, die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften. Die findet man überall wieder. Wenn sie mir noch nur etwas freundlicher gesinnt wäre, dann wäre es mir lieber, aber ja. Naja, ich klopfe Wilhelm auf die Schulter. In der Promille-Rechnung bist du ja schon ganz gut. Ja, fortgeschritten zumindest. Sollen wir mal reingehen und nach dem Herrn Herzmanski, es ist ein merkwürdiger Name, nach diesem Herrn fragen? Ja. Dafür sind wir hier. Ja, los, nun geht's schon. Ja, ich öffne die Tür. Wahrscheinlich geht so ein Glöckchen an, oder? Wie das üblich war früher bei Geschäften. Mhm, genau. Palim, palim, dingeling. Guten Tag. Grüß Gott. Grüß Gott. Servus. Kommt eine eifrige junge Dame auf euch zu. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Wir würden gern den Herrn Herzmanski sprechen. Ist er zugegen? Der Herr Herzmanski? Ja, aber sicher. Er hat aber im Augenblick noch einen Kunden. Da müssten Sie sich noch für einen Moment gedulden, ja. Na, wir warten so lange. Ja, ich würde mich dann ein bisschen in dem Geschäft umschauen, so mit kundigem Blick die Instrumente begutachten. Mal da ein paar Seiten anzupfen, mal dort irgendwas antapschen. Ja, Entschuldigung. Ich möchte Sie bitten, die Instrumente nicht so anzufassen. Verzeihung, ich bin nicht jeden Tag in einem Musikaliengeschäft. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber den Eindruck habe ich allerdings auch. Aber mein Freund Fritz hier, der kann Ihnen ganz, ganz tolle Dinge Zusammenhänge zwischen Mathematik und Musik erzählen. Ja, die Musiktheorie, die hat sehr starke Anlehnung an die mathematischen Grundlagen. Wussten Sie das? Ja, selbstverständlich. Oh, ich sehe gerade, der Herr Herzmanski ist gerade wieder frei. Einen Augenblick. Damit geht sie zu dem anderen Mann im Geschäft, spricht kurz mit ihm, zeigt zu euch rüber. Er blickt euch ja schon so ein bisschen an, mustert euch von oben bis unten und rückt seine Brille zurecht und kommt dann auf euch zu. Guten Tag, die Herren. Was kann ich für Sie tun? Grüß Gott. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, Herr Herzmanski. Sie kennen uns nicht. Wir haben vor kurzem von Ihnen erfahren, wir sind Freunde von Wolfgang Peintner. Der Herr Peintner, ja. Wir sind hier, weil... Albert, sagst du es ihm doch. Nun, es ist so, der Herr Peintner hat seine Geige verloren. Sie wurde ihm in der letzten Nacht entwendet. Und wir wollten uns ein wenig über diese Geige informieren und er sagte zu uns, dass sie uns eventuell dort weiterhelfen könnten. Es geht um die Schwarze Steiner. Ach du meine Güte. Die Schwarze Steiner ist ihm abhanden gekommen? So sieht es derzeit aus. Wie kann man denn ein solches Instrument verlieren? Nicht abhanden gekommen. Gestohlen haben sie es ihm. Gestohlen? Ach du meine Güte. Das trifft mich jetzt allerdings auch ein wenig. Ja, wir hörten davon, dass Sie sich intensiv mit dieser Geige auskennen. Nun, ohne übertreiben zu wollen, aber ich denke, ich bin tatsächlich ein Experte auf diesem Gebiet. Und ja, ich habe diese spezielle Geige begutachtet und eine Expertise ausgestellt. Mehrfach. Mehrfach? Nun ja, ich bin zunächst beauftragt worden vom Auktionshaus Ausberg, als diese die Geige zur Versteigerung feilbieten wollten. Da musste ich einen prüfen oder ein Zertifikat erbringen, um zu bestätigen, dass es sich dabei tatsächlich um eines dieser seltenen Instrumente aus der Manufaktur des Herrn Steiners handelt.
Das war relativ unproblematisch auch so zu bestätigen. Und dann das zweite Mal für den Herrn Peitner. Nein. Das zweite Mal bin ich von den Wiener Philharmonikern beauftragt worden, mir diese Geigen noch einmal genauer anzusehen. Nach Ansicht des Direktors und musikalischen Leiters sei das Instrument irgendwie defekt oder beschädigt. Es würde sehr seltsame Misstöne von sich geben und das gesamte Orchester dadurch stören. Mir ist allerdings das Gerät zu diesem Zweck dann von Herrn Peitner nicht ausgehändigt worden. Um ehrlich zu sein, er hat mich quasi sogar aus seiner Wohnung geworfen. Könnte das eventuell der Grund sein, warum der Herr Peitner nicht mehr bei den Philharmonikern spielt? Das klingt ein wenig danach, ja. Wussten Sie eigentlich, dass der Herr Peitner nur der Besitzer und nicht der Eigentümer der Geige ist? Ich hab sowas Leuten hören, ja. Ich konnte mir selber auch nicht vorstellen, dass der Herr Peitner die finanziellen Mittel für den Kauf einer solchen Geige aufbringen könnte. Aber von daher, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber so ein Weltklasse-Geiger wie der Herr Peitner, der müsste doch hören, wenn sein Instrument Misstöne von sich gibt. Beziehungsweise wird er sicher noch die ein oder andere Ersatzgeige in seinem Repertoire haben. Na, ganz bestimmt. Der Herr Peitner verfügt über diverse hervorragende Musikinstrumente und Violinen. Also er wäre durchaus nicht gezwungen, auf exakt jener Steiner zu spielen, insbesondere falls diese schadhaft sei. Ich hätte sie selbstverständlich auch sicherlich wieder reparieren können. Aber wie gesagt, ich habe die Geige nach der Auktion nicht mehr zu Gesicht bekommen. Von daher kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob diese Violine tatsächlich beschädigt wurde oder nicht. Aber bei dem ersten Gutachten war die Geige noch in tadellosem Zustand, oder? Also für ein Instrument von 1683 in einem hervorragenden Zustand. Das kann ich definitiv bestätigen. Aber glauben Sie, dass die Wiener Philharmoniker sich nicht furchtbar ärgern würden, wenn sie erfahren würden, dass der Herr Peitner vom Herrn Paciamo nach Barcelona abgeworben wird? Wer ist Herr Paciamo? Der Direktor des Orchesters in Barcelona. Oh, gut, okay, dieser Name sagte mir sowas bisher nichts. Barcelona also. Ah, interessant. Oder täusche ich mich? Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Haben Sie vielleicht einen anderen Namen von Barcelona? Nein, tut mir leid, da kenne ich mich so nicht aus. Ah, okay. Zeigen Sie eine Frage, so laut des Gutachtens, um was für einen Wert handelt es sich eigentlich finanziell in Bezug auf die Geige? Oh, dieses Instrument würde normalerweise einen sehr hohen, sicherlich vier, wenn nicht gar fünfstelligen Betrag in Pfund erzielen. Entschuldigung. Ja, es ist in der Tat ein sehr wertvolles Instrument. Aber wenn das jemand klaut, dann muss der ja einen Auftraggeber haben. Weil ich nehme an, das lässt sich nicht so einfach verkaufen. Da können Sie von ausgehen. Also einem von den schwarzen Steiners vielleicht eine gute Handvoll produziert worden. Das würde schon auffallen, wenn jemand diese Feil bieten wollte. Ja. Um es gleich vorwegzuschicken, bei mir ist noch keiner vorstellig geworden mit dem Instrument. Es wäre äußerst unvorsichtig, das in derselben Stadt zu verkaufen, wenn dann vermute ich mal, dass das irgendwo in einem anderen Teil der Welt aufschlagen wird. Aber mal was anderes. War eventuell in den letzten Tagen schon mal jemand hier und hat sich nach dieser Geige informiert? Vielleicht die Polizei? Nein, von der Polizei wüsste ich jetzt nicht, dass jemand hier gewesen wäre, um sich nach der Geige zu erkundigen. Nein. Und auch sonst niemand? Vor ein paar Jahren war das letzte Mal jemand hier. Das war genau, als die Geige zur Versteigerung gebracht werden sollte und ich diese hier zur Expertise noch liegen hatte. Da erkundigte sich jemand nach einer schwarzen Steiner. Ich habe ihm damals gesagt, dass es tatsächlich eine demnächst zum Verkauf geben wird bei dem Auktionshaus Ausberg. Haben Sie damals die Auktion mitverfolgt? Selbstverständlich habe ich diese mitverfolgt.
Ja, das, ich meine, das erlebt man nicht alle Tage und es ist doch durchaus interessant zu sehen, welchen Wert das ein oder andere Instrument halt dann erzielt. Und zu dieser Auktion hat der Herr Peitner die Geige direkt ersteigert. In der Tat, ja. Sehr seltsamerweise, ich kann mir das eigentlich auch gar nicht erklären, war der Herr Peitner sogar der einzige Bieter für diese Geige. Aber war sicher nicht für Sie überraschend, nachdem der Herr Peitner der Star-Violinist von den Philharmonikern war, dass der sich so ein besonderes Instrument zulegt. Nein, nein, das war definitiv nicht überraschend. Also das war schon klar, dass der Herr Peitner an dieser Auktion teilnehmen würde. Allerdings, wie gesagt, dass er der einzige Bieter war und dann diese Geige sogar zu einem lächerlichen Preis von 250 Pfund erzielt hat, das war schon sehr, sehr, sehr außergewöhnlich. Aber Sie sagten doch, die Geige wäre 4- bis 5-stellig wert. Ja, eben. Ich kann es mir nicht erklären. Der Herr Peitner hat da ein wahrliches Schnäppchen gemacht. Das scheint wieder mal ein großer Zufall zu sein. Sie wissen doch sicher auch, wer die Geige verkauft hat. Da muss ich leider passen. Da müssen Sie sich am besten an das Auktionshaus selber wenden. Ich habe keinerlei Informationen darüber, wer diese Geige zur Versteigerung freigegeben hat. Ich hörte etwas von einem Nachlass, aber Näheres habe ich leider nicht. Und fand die Aktion an einem, keine Ahnung, an einem im Sommer statt, wo alle auf Sommerfrische waren und deswegen waren keine Bieter da, oder hat es wirklich keinen interessiert? Das ist doch äußerst ungewöhnlich. Vielleicht wurde auch nicht genug darüber berichtet in den Medien. Aber man kann doch auch davon ausgehen, dass musikinteressierte Personen, die zu solchen Auktionen gehen, zumindest wissen, was eine Steiner ist, oder? Da können Sie von ausgehen, ja. Und das Auktionshaus hat meines Wissens auch überall entsprechende Ankündigungen getätigt, international. Das ist ja auch so üblich. Ich meine, ich habe ja hier auch selber, und da zeigt da hinten auf den Schreibtisch einen Stapel an Katalogen, erhalte regelmäßig Auktionskatalogen auch aus anderen Ländern. Insbesondere London ist immer sehr, sehr gefragt zur Versteigerung von Instrumenten und habe einen sehr guten Überblick darüber, wann und wo etwas versteigert wird. Das geschieht ja nicht von jetzt auf gleich. Sagen Sie, haben Sie eventuell den Katalog von damals noch, als die Steiner versteigert wurde? Nein, tut mir leid, die habe ich nicht aufbewahrt. Die Kataloge sind ja schließlich nichts mehr wert. Die Versteigerungen sind gelaufen und... Aber wenn es nur eine Handvoll dieser Geigen gab, dann ist das doch, wird doch das Herz eines jeden Sammlers höher schlagen. Ist doch sehr verwirrend, dass wirklich nur eine Person darauf geboten hat. Da sollten wir eventuell nochmal beim Herrn Peitner nachhaken, wie er zu diesem Glück kam. Ja, zumindest zu dem Preis. Also es ist ja weit, weit, weit unter dem Wert. Sie sagen's. Ich hätte es mit lächerlichem Preis bezeichnet. Also die Geige ist deutlich mehr wert als 250 Pfund. Hatten Sie denn kein Interesse daran, diese Geige dann zu kaufen? Nun, ich bin Musikalienhändler und kein Konzertpianist, geschweige denn, dass ich ein Sammler wäre. Nun, für 250 Pfund, na gut, hätte ich durchaus natürlich auch zuschlagen können, um diese selber wieder zu veräußern. Doch steht es mir fern, als Experte dann bei einer gleichwertigen Auktion mitzubieten. Ich verstehe. War das einzigste Stück, das derzeit versteigert wurde, dass deswegen vielleicht kein Interesse da war? Oder gab es noch andere zur gleichen Zeit? Wurden noch andere Stücke versteigert? Ja, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal eine schwarze Steiner versteigert worden ist. Sehr, sehr selten. Nein, ich meine zur Zeitpunkt an dem Tag, an dem die Auktion stattgefunden hat, dass das Auktionshaus auch andere Gegenstände versteigert hat. Ja, natürlich. Da wurden auch zahlreiche andere Gegenstände versteigert. Ja. Aus dem gleichen Nachlass oder aus unterschiedlichen? Mir wären zumindest keine weiteren Instrumente aufgefallen. Und wie gesagt, ich weiß leider auch nicht genau, woher dieses Instrument gekommen ist. Von daher kann ich Ihnen diese Frage nicht zuverlässig beantworten. Welches Auktionshaus war es denn, wenn ich fragen darf? Das ist Ihnen doch sicher noch in Erinnerung.
aber sicher doch. Das ist das Auktionshaus Ausberg hier in Wien. Und das ist so der Platzhirsch, gehe ich mal davon aus. Das ist eins der angesehensten Auktionsfirmen des Landes, ja. Ein alteingesessenes Unternehmen. Na, dann denke ich, wäre es keine blöde Idee, dort mal vorstellig zu werden, oder? Wobei die wahrscheinlich eine gewisse Diskretion an den Tag legen werden. Davon gehe ich ebenfalls aus. Ich glaube nicht, dass sie einfach preisgeben muss, welchem Nachlass es stammt oder unter welchen Umständen sie versteigert wurde. Ja, aber der Auftrag, vielleicht können wir ja raushören, ob der Auftraggeber verärgert war, dass es nicht wirklich einen guten Preis erzielt hat. Versuchen können wir es. Wir sollten vor allem den Herrn Szymanski jetzt nicht mehr noch länger hier aufhalten. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir hier noch sehr viel weiterkommen. Na gut, vielen Dank, Herr Szymanski. Wir wünschen einen schönen Tag und bedanken uns für die Auskünfte. Ja, und wir werden Sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Zu freundlich, vielen Dank auch. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag. Einen schönen guten Tag noch. Viel hat er jetzt nicht gewusst, oder? Okay. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Was sagt sie denn dazu, dass niemand darauf geboten hat und dass es dann zu so einem lächerlichen Preis weggegangen ist? Das wird sich mir wirklich nicht erschließen. So richtig zu erklären ist das auf keinen Fall. Gerade deshalb sollten wir vielleicht wirklich einmal zum Auktionshaus gehen, weil ich meine, an sowas könnte man sich ja durchaus auch erinnern. Ich finde auch die Aussage von Herrn Szymanski ganz interessant, dass die Geige Misstöne, oder wie drückte er sich aus? Also komisch geklungen hat, so habe ich das verstanden. Jetzt deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was die Nachbarin erzählt hatte, dass der Herr Peitner irgendwie nur schiefe und krumme Musik gespielt hat. Ich kann es mir aber nicht, als erster Geiger von den Wiener Philharmonikern müsste er das doch hören. Oder war er so verliebt in seine Geige? Selbst dann, schiefe Töne ist doch das Erste, was ein wirklicher Musiker lernt, oder? Und wie man sie behebt. Würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Und er hätte sie ja auch reparieren lassen können, wenn da irgendwas nicht in Ordnung gewesen wäre. Naja, eventuell gibt es vielleicht irgendwie auch dafür eine medizinische Erklärung. Eventuell hat er irgendwie einen Gehörschaden irgendwie erlitten, so dass er bestimmte Frequenzen einfach nicht mehr wahrnehmen kann. Oder es gab Neider, dass man ihm das nur unterstellt hat. Wir sollten auch mal mit den Dirigenten von den Philharmonikern sprechen. Das, ja, stimmt. Vielleicht erfahren wir dann, warum er eigentlich rausgeflogen ist, so von der anderen Warte aus gesehen, ne? Und vielleicht kennt er ja diesen Spanier. Also zuerst Ausberg oder zuerst Philharmoniker? Wir wissen, glaube ich, weder wo das eine noch das andere ist, oder? Gut, die Philharmoniker werden einfacher zu finden sein. Davon gehe ich auch aus. Du brauchst einfach nur auf der Straße wen fragen. Und wir hätten die Chance, vielleicht eine Probe zu hören, dann hätte zumindest Wilhelm ansatzweise seine Kultur. Ja, das wäre schon ganz nett. Ja, dann auf zu den Philharmonikern. Und vielleicht kennt ja der Dirigent das Auktionshaus. Ich würde dann gerne mal einen Passanten ansprechen. Wir sind ja hier in der Innenstadt, das dürfte hier einigermaßen belebt sein, oder? Ja. Verzeihen Sie? Grüß Gott. Ah, grüß Gott. Lüftet seinen Hut. Ich habe leider gerade, ich kann das nicht erwidern. können Sie mir eventuell sagen, wie wir zur Philharmonie kommen? Zur Philharmonie? Aber sicher doch. Sie müssten hier dem Weg bis zum Ende folgen, dann der Straße Richtung Süden bis zur großen Kreuzung. Dann lassen Sie mich kurz nachdenken. Warten Sie. Wir haben auch einen Stadtplan. Eventuell könnten Sie es uns dort kurz zeigen. Ah, aber sicher doch. Das macht die gesamte Sache schon wesentlich einfacher. Ja, er zeigt dir da auf einen Punkt. Ach, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Nicht zu danken. Sagt mal, Leute, dreht euch jetzt nicht hektisch um, aber ich bin irgendwie der Meinung, dass wir verfolgt werden, seit wir aus dem Musikgeschäft rausgekommen sind. Wir sind da noch keine 5 Meter gelaufen. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch erst geglaubt, dass es ein Hirngespinst ist, aber wenn du auch der Meinung bist, irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube, es war sogar schon vor dem Geschäft. Ich bilde mir ein, die eine Person da, die habe ich schon gesehen, als wir das Geschäft betreten haben und jetzt ist sie wieder hinter uns. Dann lasst uns doch einfach langsam erstmal weitergehen in die Richtung, in die wir müssen und dann schauen wir mal, was passiert. Das kann ja auch reiner Zufall sein. Ja, das vermute ich. Warum sollte uns hier kennt uns doch keiner. Warum sollte uns einer verfolgen? Ja, vielleicht habt ihr recht. Wollen wir nicht einfach ein bisschen noch durch den Burggarten laufen? Dann können wir uns dort vielleicht auch noch mal kurz in die Sonne setzen oder so. Außerdem werdet ihr dann sehen, dass wir nicht verfolgt werden.
Das klingt doch gut. Unter Stress stehen wir ja nicht. Nein, wir haben's auch nicht eilig. Nur nicht Hudler, sagt mein Opa immer. Es wird ja auch langsam schon Mittag. Vielleicht, was haltet ihr davon, wenn wir noch irgendwo einkehren und eine Kleinigkeit zu uns nehmen? Na, da hätte ich definitiv nichts dagegen. Ja. Schließlich hat der Wilhelm ja noch nicht einmal gefrühstückt. Ja, das stimmt. Deswegen knurrt auch wohl mein Magen so sehr. Ich würde gern mal so einen, wie heißen die hier, Germknödel probieren. Habt ihr das schon gesehen? Das sind riesen Dinger. Habt ihr die schon gesehen hier? Wo ziehst du denn immer sowas her? Gestern erst dieses Kaiserschmarrn und heute jetzt diesen Knödel? Also, man muss sich ja erkundigen, wenn man in die Fremde fährt, was es dort zum Essen gibt. Naja, Riesendinger, das ist doch genau das, was Willem jetzt braucht. Ja. Schließlich ist sein Magen richtig leer, gehe ich mal von aus. Genau, na, Germknödel lasse ich mich gerne überreden. Okay, dann kehrt ihr halt irgendwo in ein Gasthaus ein. Den Blick so immer wieder unauffällig, ist die Person, von der wir der Meinung sind, dass sie uns verfolgt, folgt ihr uns auch weiterhin? Ja. Und die bleibt vor dem Lokal, in das wir gegangen sind, einfach stehen oder geht die mit rein? Genau, die bleibt da auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen, drückt sich ein wenig in unseren Hauseingang rein, bleibt nur so ein bisschen im Schatten. Mhm. Ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Ein Mann. Oder kann man das nicht erkennen? Kannst du so auf die Entfernung und in dem Halbschatten nicht eindeutig erkennen. Aha. Was du erkennen kannst, ist, dass die Person ein bisschen kleiner ist. Okay. Was schaust du dich jetzt eigentlich wieder die ganze Zeit um? Ach, die folgt uns noch immer. Diese, ich weiß nicht, ob's, also, ich werde das Gefühl nicht los, dass der da draußen, dass der uns hinterherläuft. Schau doch mal da hinten in diesem Hauseingang. Ja. Gehen wir doch hin und fragen ihn, was er will. Ja, ich würde das aber ein bisschen geschickter angehen. Was haltet ihr davon, wenn alle sitzen bleiben und nur einer von uns aufsteht und vielleicht über den Hintereingang rausgeht und dann denjenigen von hinten überrascht? Also einfach einmal rund um den Block irgendwie und dann den von hinten oder von der Seite stellen. Das wäre mein Vorschlag. Meint ihr, das Gasthaus hat einen Hinterausgang? Ach jeez, jedes gute Wirtshaus oder Lokal hat doch einen Hinterausgang für Lieferanten oder für die Bediensteten. Also wenn man flüchten muss, wenn die Ehefrau kommt und man zu viel Bier getrunken hat. Genau, Frage ist, ob wir da raus dürfen, aber ich meine, die Freiheit nehme ich mir heraus, dass ich da einfach rausstürme da hinten. Na, faltet ihr das für eine gute Idee? Ja, das ist okay. Okay, ja, dann würde ich das quasi machen. Oder ist jemand anderer mutiger? Ja, ich würde dir hier beobachten und die Rückendeckung geben. Auf dich ist Verlass, Fritz. Wenn ihr mich aber draußen seht, dann lauft gleich mit raus, damit derjenige nicht entkommt, okay? Selbstverständlich. Natürlich. Also ich würde dann, wie gesagt, so aufstehen, als ob ich mal kurz weg müsste, würde mich dann irgendwo nach hinten im Lokal bewegen und schauen, dass ich auf der Rückseite oder auf der Seite irgendwo einen Hinterausgang finde und dann darüber auf die Straße gelang. Einer von uns sollte dann vielleicht hierbleiben und bezahlen. Nicht, dass man uns die Gendarmerie auf den Hals hetzt. Als Zechbreller. Das kann ich dann erstmal übernehmen. Schleichst du dich vor oder nach den Germknödeln raus? Ich würde sagen, ich vor den Germknödeln. Wir haben jetzt, die Germknödel sind die Belohnung, falls es gut geht. Sonst bin ich auch, jetzt habe ich einen zu schweren Magen zum Schleichen. Du begibst dich also nach hinten in das Lokal, rempelst da einen der Kellner noch an und dann hinten raus in den Hinterhof. Ich würde dann quasi eine große Schleife machen, so dass ich irgendwie in die Gasse oder in den Hauseingang, wo der sich reindrückt, irgendwie, dass ich, also wenn es eine Gasse ist, dann würde ich versuchen, von der Rückseite der Gasse zu kommen. Wenn es ein Hauseingang ist, dann würde ich quasi in einer Parallelgasse weiter nach hinten gehen und dann wieder so nach vorzukommen, dass ich möglichst nah an den Rand komme. Ja, so komplett, so brauchst du gar nicht, genau. Du kommst durch den Hinterhof ein bisschen weiter die Straße oben wieder raus, kannst halt da die Straßenseite oder Straße überqueren und auf der anderen Straßenseite dann bis zu dem Hauseingang dich voranschleichen oder ganz normal gehen. Mhm. Weil wenn du näher kommst, siehst du auch, dass die Person recht genau das Lokal beobachtet, in dem wir gerade noch oder in dem die anderen noch sitzen, dich von daher auch gar nicht bemerkt. Okay. Ja, als ich dann Wilhelm irgendwie aus den Augenwinkeln sehe, würde ich ein Zeichen geben, dass wir aufstehen und auch langsam aus dem Lokal raus schlendern. Ich würde mich
an ihn heranbewegen und ihn quasi so forsch von der Seite ansprechen. Was ist denn an 4 Studenten aus Heidelberg so interessant, dass man sie den ganzen Tag verfolgt? Huch, ein wenig erschrocken dreht die Person sich zu dir. Unter dem grauen Hut lugen relativ lange blonde Haare hervor, zum Pferdeschwanz zurückgebunden. Sie haben mich aber erschreckt. Nun... Was schleichen Sie sich denn so an mich heran? Nun, wir mögen es nicht, wenn man uns verfolgt. Jetzt wollte ich den Spieß mal umdrehen und sie zur Rede stellen. Wer sagt denn, dass ich sie verfolge? Nun, es erscheint mir schon reichlich merkwürdig, wenn sie die letzten 3 Stunden genau dieselben Wege hatten wie wir, noch dazu, wo wir 2 Aufenthalte hatten. Also, was ist an uns genauso interessant? Nun, ich bin an einer Sache dran. Ah, an einer Sache dran, aha. Und was hat das mit uns zu tun? Na, Sie sind mir da ein wenig über den Weg gelaufen. Das wirkte sehr interessant. Aha, aha. Und könnten Sie diese Sache etwas präzisieren? Auf der Suche nach welcher Sache oder na, reden Sie? Nun, sie blickt sich so ein bisschen um. Es geht um einen Mord. Um einen Mord. Nun, ich denke, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns einander vorstellen sollten. Wissen Sie denn schon, wer ich bin? Nein, aber ich habe den genügenden Verdacht, dass Sie es mir gleich sagen werden. Wilhelm Richter, mein Name, und es würde mich freuen zu erfahren, mit wem ich die Ehre habe. Sehr erfreut, Herr Richter. Metke, Miriam Metke. Miriam Metke. Und inwiefern sind Sie befugt, im Fall eines Mordes zu ermitteln? Nun, ich bin Journalistin. Eine Journalistin, aha. Nun, das klingt doch interessant. Wie wär's, wenn Sie uns da ein bisschen mehr bei einem Germknödel erzählen? Nun, wenn Sie mich einladen, bin ich gerne dabei. Na, sehr gerne. Kommen Sie doch einfach mit. Ich würde die anderen, die wahrscheinlich auf halbem Wege zu uns sind, so mit einem Deut der Hand beruhigen und sagen, Leute, lasst uns essen gehen. Hä? Wie jetzt? Schon wieder? Ich hab doch noch nichts. Also, wir sind fertig. Ach, dann trink noch einen Kaffee hinterher. Ah, apropos Kaffee, ich habe hier was gelesen über die berühmten Wiener Kaffeehäuser. Vielleicht sollten wir uns das auch noch anschauen. Wartet mal, lass uns doch jetzt erstmal was essen, bitte. Es gibt in den Kaffeehäusern gibt's auch was zum Essen, glaube ich. Aber wen hast du da aufgegabelt, Wilhelm? Wichtig wäre nur, dass wir mit dieser Dame etwas ins Reden kommen. Miriam Mietke, oder Metke ist ihr Name. Sie ist eine Journalistin und scheinbar auf den Mordfall dessen, von dem wir gehört haben, angesetzt. Und wir sind jetzt Teil dieser Story? Das weiß ich nicht. Ich dachte mir, dass sie erst erzählen soll, wenn wir alle zugegen sind, damit nicht alles doppelt und dreifach gesagt werden muss. Ist ja ein zartes Frauchen, da ich will ja nicht, dass sie die Stimme verliert, wenn sie alles doppelt und dreifach erzählen muss. Nun denn. Und damit du was essen kannst. Und ich wollte auch was essen, richtig, ja. Also, ja, mir ist jetzt eigentlich wurscht, ob wir ins Kaffeehaus gehen oder in dieses Lokal zurück. Hauptsache, wir sitzen irgendwo benannt und können mit der quatschen. Passt, keiner sagt was, wir gehen zurück in das Lokal. Dann bleibt er im Lokal, genau. Er bleibt im Lokal. Keine langen Wege. So, also, Frau Metke, was haben Sie uns denn zu erzählen? Ja, sie legt erstmal ihren Männermantel und Männerhut ab und setzt sich dann dazu, winkt dem Kellner, dass er ihr dann auch ein paar Germknödel noch vorbeibringt. Nun, Sie sind ja schließlich am Tatort gewesen, nicht wahr? In der Spittelberggasse. Das ist richtig, ja. Sprechen Sie von dem Mord an dem Obdachlosen? So, so, ein Obdachloser also. Das ist jedenfalls unser Stand. Oder gibt's noch andere Mordopfer? Nicht, dass ich wüsste bisher. Aber ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass das ein Obdachloser war. Sondern? Wie kommen Sie darauf? Naja, in dem Viertel treiben sich die Obdachlosen eigentlich nicht rum. Und wer sollte schon einen Obdachlosen ermorden? Aber wir haben die Information aus erster Hand von einer Nachbarin. Die hat mit der Polizei gesprochen. Ach, bestimmt von dieser Frau Klinger, nicht wahr? Korrekt. Naja, geben Sie nicht viel auf das Geschwätz der Frau. Glauben Sie mir, ich habe schon viele Leute befragt und das ist eine Wichtigtuerin und die reimt sich viel zusammen, wenn der Tag lang ist. Und
Was denken Sie, wer es denn war und was dort passiert ist? Das weiß ich gerade nicht. Ich dachte, das könnten Sie mir vielleicht erzählen. Leider tappen wir da genauso im Dunkeln wie Sie. Aber wer sind Sie denn eigentlich überhaupt? Sind Sie auch Journalisten oder Privatdetektive? Nein, so sehen Sie mir eigentlich nicht aus. Sie sehen mir eher aus wie Studenten. Ehemalige Studenten. Studierter Arzt Otto von Horn. Guten Tag. Ja, und den Herrn Magister Richter kennen Sie ja schon. Mein Name ist Diplom-Ingenieur Fritz Stöckle. Diplom-Biologe Albert Wolf, hallo. Gesamte Expertise hier. Und wie kommen Sie darauf, dass wir bessere Informationen haben als Sie, nur weil wir dort in der Gasse spaziert sind oder wir uns ein wenig umgesehen haben? Und wie lange beobachten Sie uns denn eigentlich schon? Nun, seitdem Sie sich da in der Gasse mit der Frau Klinger unterhalten haben und aus dem Nachbarhaus da gekommen sind. Sie haben sich ja nicht gerade unverdächtig verhalten. Nun, aber ich erwarte mir ehrlich gesagt von dieser Begegnung etwas mehr Informationen Ihrerseits. Bisher haben Sie nur uns Fragen gestellt. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was Sie von der Sache wissen und warum Sie glauben, dass wir wichtig dafür sind und warum Sie uns verfolgen. Ja, weil so unverdächtig waren Sie ja auch nicht, wenn wir Sie stellen konnten. Naja, was soll ich sagen? Sie scheinen ja an der Sache dran zu sein. Da dachte ich, vielleicht haben Sie Informationen für mich, die ich verwenden kann. Nun, eigentlich sind wir da eher zufällig reingeraten, denn wir interessieren uns für etwas gänzlich anderes. Oh, was denn? Für die Wiener Philharmoniker. Wiener Philharmoniker? Aha. Ja, wissen Sie, so ein bisschen Kultur kann ja nicht schaden. Und was haben die Philharmoniker mit dem Mord in der Spittelberggasse zu tun? Das wissen wir selbst noch nicht so genau. Wir interessieren uns eigentlich auch nicht für den Mord, oder tun wir das? Wir sind eher zufällig darüber gestolpert, ja. Also ja, die Nachbarin da oder die Frau Klinger hat uns das erzählt. Ja, mehr haben wir nicht getan. Deswegen bin ich etwas überrascht. Ach so. Haben Sie denn nähere Informationen, wer das Opfer dort sein könnte? Wenn Sie das ja nicht interessiert. Ja, Sie haben gesagt, es ist kein Obdachloser. Da ist es natürlich doch schon interessant, wenn Sie es wissen, wer es denn sonst sein könnte. Einfach der Interesse halber. Irgendein reicher Geschäftsmann? Sie haben uns einfach, wie soll ich sagen, neugierig gemacht, indem Sie uns verfolgt haben. Ich kann Ihnen ja jetzt nicht einfach irgendwelche Informationen geben. Naja, dasselbe haben Sie gerade von uns auch erwartet, oder? Ja, da müssen wir schon irgendeinen stichhaltigen Deal eingehen. Ja, Sie kriegen einen Garnknödel von uns spendiert. Und vielleicht auch einen Kaffee. Ach, kommen Sie, so einfach geht das nicht. Was erwarten Sie von uns? Na, weitere Informationen. Wenn Sie irgendwas herausfinden oder wissen, dann sollten Sie mir das schon zukommen lassen, so quasi exklusiv. Wird schwierig, wenn wir uns da nicht aktiv drum bemühen, werden wir nichts heute ausfinden. Ja, wenn Sie sowieso an der Sache nicht dran sind, dann verschwende ich ja hier auch meine Zeit. Dann brauche ich mich ja nicht weiter damit zu befassen. Damit stopft sie die letzten Reste des Germknödels in sich rein und greift schon nach Mantel und Hut. Na, Frau ganz Mietke, ruhig. Für welche Zeitung schreiben Sie eigentlich? Nur rein Interesse halber, falls wir dann doch irgendwie nochmal etwas durch Zufall finden sollten. Unterschiedlich, abhängig davon, wer mir gerade das meiste bietet. Na, dann wird es ja sehr schwierig sein, Sie zu erreichen, oder? Ja, wenn Sie mich erreichen wollen, kramt aus Ihrem Mantel irgendeine Karte hervor. Die Ecken sind alle schon so ein bisschen angeschlagen und reicht sie euch rüber. Visitenkarte. Ja, vielen Dank. Falls uns noch etwas auffällt, werden wir uns wohl bei Ihnen melden, eventuell. Ja, aber Moment mal. Sie haben uns einen Handel vorgeschlagen. Was wäre denn Ihr Einsatz für den Handel? Jetzt, wir haben unseren Einsatz auf den Tisch gelegt. Ja, wie sagen die Juristen so schön? Quid pro quo? Wenn Sie mir was liefern, dann gebe ich Ihnen auch meine Informationen. So läuft das Geschäft. Ich sag das zu den anderen eher laut flüsternd. Ich glaube, dass die uns ganz schön über den Tisch ziehen will. Ich denke auch, wenn sie wirklich interessante Informationen hätte, dann wäre sie wohl nicht uns nachgelaufen. Ja, rein auf die Vermutung hin, wenn wir uns mit der Nachbarin unterhalten haben, verfolgt die uns also irgendwas. Die ist auf jeden Fall kenntiger Fisch im Journalistengeschäft. Sonst wäre sie auch bei einer Zeitung fest angestellt. Ich beobachte sie übrigens dabei mal so ein bisschen, also während die Jungs sich da unterhalten. Wie reagiert sie da so drauf? Gar nicht. Eher im Gegenteil, sie rafft jetzt nochmal energischer ihre Sachen. Die Herren, es war mir eine Freude. Ja,
Frau Mieke. Vielen Dank für die Einladung. War ganz auf unserer Seite die Freude. Ja, vielleicht läuft man sich wieder über den Weg. Und die Welt ist ja ein Dorf. Wir haben jetzt ja Ihre Karte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Ja, viel Erfolg für Ihre nächsten Artikel. Vielen Dank. Damit marschiert sie dann aus dem Lokal raus. Okay, Jungs, was war das jetzt? Ich vermute mal, das war jemand, der sich wichtig macht. Versucht eine Karriere als Schreiberling. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie quasi da irgendwie eine Story sucht, eine Geschichte sucht, um das erste Mal wirklich groß aufzutrumpfen bei einer Zeitung. Aber so ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich weiß, wo sie da hineingeraten ist. Den Eindruck habe ich auch nicht, wie gesagt, sonst wäre sie doch nicht uns nachgelaufen, wenn sie irgendwelche wirklich interessanten Spuren gehabt hätte und wenn sie uns wirklich dabei beobachtet hat, wie wir schon bei Frau Klinger standen und einfach die Fragen gestellt haben, die sie wahrscheinlich vorher auch schon gestellt hat. Ja, vor allem haben wir ja Frau Klinger nicht zu dem Mob befragt. Die Information hat uns die gute Frau ja mehr oder minder aufgedrängt. Wir haben weder die Leiche gefunden, noch haben wir gesehen, wie sie abtransportiert wurde. Wir waren ja sehr viel später dort. Aber meint ihr, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich hier sehr gut auskennt und auch den einen oder anderen Kontakt vielleicht hat. Vielleicht könnte man ja irgendwie ein Abkommen mit ihr schließen, dass sie anfängt, für uns Informationen zu sammeln. Ja, aber die war doch, also die wollte von sich aus nichts erzählen und wollte nur wissen, was wir wissen. Also das war, ich weiß nicht, wir bräuchten ein Druckmittel gegen sie, damit sie kooperativer wird. Dann vielleicht, aber so momentan. Darf ich mir mal die Karte anschauen? Ja, klar, hier. Was steht denn da drauf? Da steht Miriam Metke, Journalistin, eine Telefonnummer und eine Adresse drauf. Ja. Sieht die Karte eher in gutem Zustand aus oder ist das schon so abgeflattert, als ob sie die schon lange nicht mehr erneuert hat? Ja, wie gesagt, die Ecken sind so ein bisschen angeschlagen. Die hat wohl schon ein bisschen länger in der Jacke oder im Mantel gesteckt und vielleicht hat sie auch schon drauf gesessen, ist vielleicht auch schon mal nass geworden im Regen. Wisst ihr, eigentlich würde ich die Telefonnummer gerne mal anrufen, weil wie eine Dame mit eigenem Telefonanschluss hat sie jetzt nicht unbedingt auf mich gewirkt. Das ist doch bestimmt irgendwie so ein Mietshaus, wo es ein Telefon gibt. Ja, und wenn wir jetzt gleich irgendwo anrufen, solange sie noch unterwegs ist, weil sie ist ja gerade weg, dann können wir vielleicht rausfinden, ob sie Journalistin ist. Wir könnten auch rein theoretisch zu einer von den hiesigen Zeitungen gehen und einfach mal anfragen, ob sie eine Miriam Mietke kennen. Vielleicht sagen die uns da sogar, was wir von ihr zu halten haben. Das ist natürlich auch ein Ansatz. Die Frage ist, ob uns das so wichtig sein sollte. Denn eigentlich wollten wir ja uns um die Geige kümmern, ne? Ja, aber was machen wir, wenn der Tote und die Geige in irgendeinem Zusammenhang stehen? Ich würde sagen, wir sollten uns nicht verzetteln, diese Frau im Hinterkopf behalten und uns unseren ursprünglichen Plan mit der Philharmonie weiter. Ich habe die dumpfe Vermutung, dass die Frau Metke uns nochmal über den Weg läuft. Das denke ich auch. Mhm. Gut, dann war unser nächster Weg in die Philharmonie jetzt, ne? Genau. Ja gut, dann, nachdem wir fürstlich gespeist haben und auch die Rechnung beglichen haben, würde ich sagen, machen wir uns dorthin auf den Weg. Okay, Staatsoper. Wie gesagt, sind nur zwei Blocks weiter. Irgendwo aus dem Hintergrund sind Musikklänge zu vernehmen. Da wird wohl geprobt, weil es bricht auch immer wieder ab. Kommt dann ein Pförtner vorbei, beziehungsweise der hält euch auf. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott. Grüß Gott. Wo wollen Sie dahin? Wir würden uns gern die Probe anhören. Wir sind Studenten, die durchaus ein kulturelles Interesse haben, aber deren finanzielle Möglichkeiten nicht ihren kulturellen Interessen entsprechen. Na, die Proben sind aber nicht öffentlich. Wir sind auch ganz still. Da hat man uns aber anderes erzählt. Wir würden uns auch einfach in die letzte Reihe setzen und nichts sagen. Wir wollen wirklich nur lauschen. Wir stören ganz sicher nicht. Wir sind extra aus Deutschland hierher gekommen. Na, das mag vielleicht in Deutschland so sein, aber... Wir sind da 600 Kilometer weit gereist. Wir wollten unbedingt mal die Philharmoniker hören. Jetzt nehmen Sie sich doch ein Herz. Wir stören auch niemanden. Wir werden ganz, ganz ruhig hinten sitzen. Wir wollen einfach nur mal kurz lauschen. Und ich setze meinen rührseligsten Blick auf. Das erfüllen Sie uns doch diesen sehnlichen Wunsch. Ja klar, natürlich. Weil sie morgen sterben, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Habe ich mit Überreden eine Chance? Ich
Er hat seinen Hundeblick ausgepackt. Eine 5%ige Chance. Ja, es ist eh hoffnungslos. Versuchen kann man es immer, aber du kannst ja zur Not auch andere Mittel einsetzen. Der Herr Peitner hat uns gesagt, es wäre kein Problem, den Proben beizuwohnen. Der Herr Peitner? Ha, soweit ich weiß, kann der viel erzählen. Ist ja schließlich nicht mehr Mitglied des Ensembles. Was? Warum? Das hat uns aber nicht erzählt. Na, das sieht ihm ähnlich. Er ist doch hochkant geflogen. Warum denn das? Als wir ihn das letzte Mal in Heidelberg gesehen haben, war er noch der erste Geiger der Philharmoniker. Deswegen sind wir ja hier. Tja, das hat sich dann wohl zwischenzeitlich verändert. Was ist denn passiert? Na, so genau weiß ich's nicht, aber es gab da wohl ein paar Auseinandersetzungen. Irgendwie irgendwelche Star-Allüren oder so, die er den Tag gelegt hat. Mhm. Hat sich dann mit dem Direktor angelegt. Wollte unbedingt eine Extrawurst haben. Tja, so sind sie halt. Ich denke, er war doch, war er nicht der Star des Ensembles? Ja, sicher. Aber das heißt ja nicht, dass er sich dann deswegen alles erlauben kann. Ja, ich will wieder näher an den Rand treten. Wissen Sie, es gibt doch auch Gerüchte, dass die Spanier aus Barcelona ihn versuchen abzuwerben. Haben Sie das auch schon gehört? Nein, davon habe ich nichts gehört. Ist es noch nicht zu Ihnen durchgedrungen? Nein. Wenn dem so sein soll, soll er doch gehen. Wir sind hier die Wiener Philharmoniker. Da können die Spanier nicht mithalten. Es gibt wirklich keine Chance, zumindest nur 10 Minuten zuzuhören. Gibt's denn prinzipiell keine öffentlichen Proben? Nun, mit gesonderter Einladung haben sie vielleicht durchaus die Möglichkeit, da reinzukommen. Aber so, verstehen Sie, ich kann sie hier nicht reinlassen. Dann würde ich meinen Job ja verlieren. Ich brauche das Geld. Natürlich. Wäre es denn möglich, vielleicht einen Termin mit dem Direktor zu bekommen? Vielleicht könnten wir mit ihm reden, dass er uns vielleicht dann diese Sondergenehmigung erteilt. Ich meine, es ist ja doch wie eine Art Studienreise für uns. Und wir würden ja doch schon... Einen Termin mit dem Direktor wollen die jungen Herren jetzt sogar haben. Aber wissen's was? Ich bin ja nicht so. Ich meine, guck dir mal so zur Seite, ob auch irgendjemand zuhört. Für ein paar Schilling... müsste ich vielleicht mal ganz dringend für 10 Minuten... auf die Toilette? Genau. Wissen Sie, ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Ich halte ihm mal einen 100-Schilling-Schein hin. Würde das Ihre Blase reizen? Er guckt nochmal so nach links und rechts, schnappt sich den Schein. Ja, wie gesagt, die Herren, ich kann sie hier nicht reinlassen. Naja. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Damit. Ebenso. Schönen Tag noch. Ist sehr schade. Damit wendet er sich ab und geht den Gang entlang aus eurem Gesichtsfeld raus. Ja, wir würden dann kurz hin und, also ich würde kurz hin und her blicken und dann einfach losmarschieren. Durch die Türe losmarschieren, genau. Ja, ich schließe mich da an. Na klar. Selbstverständlich. Wir haben quasi dafür bezahlt. Mit 100 Schilling. Von Studenten. Ich bin entrüstet. Ich hoffe, es war's wert. Also, wer lacht wahrscheinlich nicht. Aber es war wieder unglaublich viel Geld. Wo gehen wir jetzt hin? Immer den Ohren nach. Also, dort, wo gespielt wird, oder? Ja. Ja. Also, es wird ja auch irgendwo. Den Dirigenten oder so wär ganz gut zu erwischen, oder? Wenn die gerade Probe haben, wenn die Probe aus ist, dass man den kurz anquatscht, was da genau für ein Vorfall war. Ja. Vielleicht haben wir auch die Chance, mit dem einen oder anderen Musiker zu sprechen. Nun, lasst uns erstmal schauen, wer überhaupt da ist. Ja. Ihr könnt ein paar Stufen raufgehen und steht dann vor zwei großen geschlossenen Saaltüren. Rechts und links geht der Gang weiter, Treppe rauf. Da geht's also dann quasi auf die Emporen. Und hinter den großen Türen sind die musikalischen Klänge zu vernehmen. Meint ihr, es wäre klug, jetzt hier diese großen Türen zu öffnen? Die knallen bestimmt ziemlich laut wieder zu. Wenn man sie ins Schloss fallen lässt, wenn man sie langsam zumacht, werden sie nicht knallen. Also ich habe das schon mal beim Hörsaal versucht. Das hat nicht funktioniert. Ach, wenn wir ganz schnell durchschlüpfen, wird das schon nicht auffallen. Hoffentlich. Ja, da wir ja quasi inoffiziell da sind, würde ich auch eher diese Tür da durchlaufen und dann können wir auch, dann ist der Pförtner auch nicht beleidigt, weil wir sagen, wir sind einfach durchgelaufen, die Pförtnerloge war nicht besetzt und sind jetzt hier durch den Haupteingang. Na gut. Testen wir es aus. Quasi unauffällig auffällig oder auffällig unauffällig, je nachdem, wie man sieht.
Mehr als wieder rausfliegen können wir ja nicht. Versuchen wir es trotzdem so leise wie möglich. Zumindest, wenn uns einer rauswirft, wird es der Dirigent sein. Dann wissen wir, wie er aussieht. Stimmt. Gut, dann würden wir wohl leise versuchen, die Tür zu öffnen. Drückt die Klinke runter und zieht an der Tür. Die ist mächtig schwer. Frage ist, ist sie mächtig laut? Nein, sie quietscht und knarrt definitiv nicht. Ihr könnt sie also ein gutes Stück aufziehen, lässt sich entsprechend leise bewegen. Durch den Spalt seht ihr eine ganze Reihe an, oder jede Menge Stühle, Sessel. Einen Blick auf die Bühne habt ihr von da aus nicht, weil die ist dann zur Linken ausgerichtet. Geht ihr rein? Jupp. 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 Ja, schleicht rein und schließt hinter euch die Tür wieder. Wie es sich für einen vernünftigen Konzertsaal gehört, ist die sehr leise gepolstert. Das heißt, wenn sie zugeht, man hört außer einem dumpfen Wumm recht wenig. Oi, das hätte ich mir früher gewünscht. Wärst halt pünktlich in den Vorlesungen gewesen, dann wäre das kein Problem gewesen. Das ist einmal vorgekommen. Gleich hat man es gemerkt. Der Dirigent vorne fuchtelt wild mit seinem Taktstock, winkt dann irgendwann mal dem Orchester zu. Nein, nein, nein. Ha, wie oft denn noch? Was hat er denn jetzt schon wieder? Das klang noch gut. Er fand auch, dass das recht passabel klang. Vielleicht für unsere unkultivierten Ohren. Habt ihr die Misstöne nicht gehört? Und ich grinse. Ich geb dir gleich Misstöne. So, das Ganze nochmal. Und damit setzt die Musik wieder ein. Gibt es da auch einen ersten Geiger in der Besetzung? Gib mir eine Probe auf Kunst, Musik. Da muss doch irgendeiner stehen, der wie der Geige dasteht. Die sitzen alle. Wie viele Leute mit Geigen in der Hand sehen wir denn? Oder was wir für Geigen halten? Oh, mehr als eine Handvoll. Das scheint, als sollten wir uns doch eher an den Dirigenten halten. Halte ich für eine sehr gute Idee. Ist wie die Mathematik. Da steckt mehr dahinter, wie es zum Anfang erscheint. Das kannst du ihm gerne versuchen zu erklären. Stopp, 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 stopp. Damit dreht sich der Dirigent auch dann um, erblickt euch und was machen Sie denn hier? Wer hat Sie denn hier reingelassen? Ich drehe mich so nach hinten um und hoffe, dass noch jemand hinter uns steht. Nee. Verdammt. Nun, wir haben den Vordereingang. Ich kann so nicht arbeiten. Das ist vorne unfähige Musiker, hinter einem dann irgendwelche Schaulustigen. Wenn Publikum da ist? Er packt seinen gesamten Kram ein. Schluss für heute. Gehen Sie die ganzen Sachen nochmal durch. Wir hören uns morgen wieder. Und wenn das dann nicht sitzt, dann gnade Ihnen Gott. Damit marschiert er mit Wehen und Haaren am Orchester vorbei, quer hinten durch den Seiteneingang raus. Die Musiker stehen langsam auf, packen ihre Sachen ein, tuscheln, murren. Ein reizender Zeitgenosse. Oh je. Machen die Musiker eher einen verärgerten Eindruck oder sind sie froh, dass sie die Tortur hinter sich haben? Ja, von der Entfernung schwierig, das so zu erkennen. Aber es sind einige dabei, die sich halt ein bisschen aufregen. Worum es genau geht, lässt sich so auf die Entfernung nicht eindeutig hören. Ich würde einfach mal mir ein Herz fassen und nach vorne laufen und den nächstbesten Musiker ansprechen und sagen, ich hoffe, das war nicht unsere Schuld. Nein, ich glaube nicht. Bestenfalls der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ist der immer so nervös? Ja, wenn es auf die Aufführungen zugeht, ja. Oh, wann ist denn die nächste Aufführung? Die ist für dieses Wochenende vorgesehen. Gibt's denn schon einen Ersatz für den Peitner? Ich habe gehört, der hat hier ein bisschen... Der war nicht mehr so gut wie früher. Und man musste ihn ersetzen. So in der Art, ja. Wie so in der Art? Uns wurde gesagt, also der würde hier auftreten und wir müssten uns ihn unbedingt anhören und sind wir dann extra hierher gereist und ja, mussten vorne vom Pförtner erfahren, dass er gar nicht mehr spielt. Ja, da haben sie in der Tat Pech gehabt. Herr Peitner, der wurde hier entlassen. War der tatsächlich so schlecht, wie man sagt? Oder war da was das andere? Nein, um Himmels Willen, Herr Peitner... Das muss man schon sagen. Das ist ein sehr großes Talent. Der hatte durchaus was auf dem Kasten, aber nachdem er sich da vor anderthalb Jahren diese schwarze Steiner gekauft hat, die klangen schon etwas sehr kalt und dissonant. Aber er wollte davon ja nicht ablassen. Man hat ihm das mehrfach gesagt. Er soll sich wieder eine mit der ganz normalen Violine für die Konzerte holen. Aber er stand da unbedingt drauf, ausschließlich mit dieser schwarzen Steiner zu spielen.
Klang sie denn von Anfang an so schlecht? Ja, ein sehr exotisches Instrument. Und die klang definitiv von Anfang an schon so merkwürdig. Aber ein Steiner, ein schwarzer Steiner, das ist doch etwas ganz Besonderes. Das ist wie so von diesem Italiener, von diesem Guarneri, dieser Geigenbauer. Das ist doch ganz besonders. Ja, ohne Frage, ohne Frage. Nur, wenn sie einen Defekt hat, hat sie einen Defekt. Das hat der Herr Steiner nicht gehört, der Herr Peitner nicht gehört? Offensichtlich nicht. Das ist aber sehr schade. Tja. Wir sind extra aus Deutschland hierher gekommen. Was machen wir denn jetzt? Sagen Sie, was ist denn jetzt so besonders an dieser Geige eigentlich? Also außer, dass sie alt ist und dass sie von diesem Steiner gebaut wurde. Ja, es ist schon eine besondere Geige halt, ne? Von der Machart, von der Bauart. Also normalerweise sind die Steiner Geigen schon was sehr Besonderes. Nicht nur der Farbe wegen, sondern von der gesamten Bauart. Sie hat auch eine sehr, sehr, sehr spezielle Form, die ihr normalerweise einen sehr besonderen Klang halt gibt. Und sie ist nicht leicht zu spielen. Das kann in der Tat nicht jeder. Hätten Sie nicht gerne auch eine? Nun, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber es müsste schon eine sein, die dann auch tatsächlich gut klingt. Verständlich, natürlich. Sagen Sie eins, meinen Sie, der Herr Peitner hat es vielleicht mit Absicht gemacht? Weil ich habe Gerüchte gehört, dass die Spanier aus Barcelona an ihm interessiert sind. Die Spanier, also, wir sind die Wiener Philharmoniker. Ja, aber... Die Spanier... Aber der Signore Pajamo ist ja extra hier nach Wien gekommen, um mit Herrn Peitner zu sprechen. Der Herr wer? Der Signor Pajamo, der Leiter von dem Orchester in Barcelona. Mir dünkt, Sie haben nicht wirklich viel Sachverstand in Sachen Musik, nicht wahr? Eigentlich bin ich Ingenieur, aber da die Musik und die Mathematik sehr nah sind. Das erklärt vielleicht einiges. Wissen Sie, für einen Musiker ist die Wiener Philharmonie der Gipfel der Karriere. Keiner aus dem Ensemble der Wiener Philharmoniker würde freiwillig in ein anderes Orchester wechseln. Können Sie sich dann erklären, dass Herr Peitner einfach seine Geige nicht repariert oder stimmen lassen hat und dafür dann einfach lieber gegangen ist oder gegangen wurde? Ich meine, er hätte sie doch vielleicht einfach nur reparieren lassen müssen und alles wäre wieder gut gewesen. Tja, da fragen Sie mich jetzt zu viel. Aber wissen Sie, so ein Erfolg, der macht wahrscheinlich blind. Das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, den Herrn Peitner hier so zum Star zu avancieren. Der wurde ja überall hofiert und hatte ja dann auch den Herrn Demmel als seinen Förderer. Das hat nicht jeder. Wer war denn der Herr Demmel? Sein Gönner, ne? Genau. Der ihm die Geige gekauft hat. Sind denn alle der Meinung gewesen, dass die Geige dissonant klang, oder gibt es da auch Gegenstimmen? Gab es Leute, die so wie Herr Peitner der Meinung waren, dass die Geige in Ordnung war? Nein, soweit ich weiß, haben sich alle beschwert darüber, dass diese Geige den Gesamtklang des Orchesters hier stören würde. Dann scheint es, wir seien umsonst gekommen. Wirklich schade. Ach, das tut mir leid. Allerdings, glauben Sie mir, unser Konzert, auch wenn unser Dirigent gerade ein wenig nervös ist, die Wiener Philharmoniker sind weiterhin ein sehr exquisites Ensemble und ich kann Ihnen durchaus empfehlen, auch ohne Herrn Peitner unsere Veranstaltung zu besuchen. Wenn Sie denn noch Karten dafür erhalten. Das könnte ein wenig schwierig werden. Ja, vor allem, wenn es eine Premiere ist. Aber Jungs, ich denke, wir sollten den guten Mann jetzt nicht weiter von seinem Feierabend abhalten. Ich glaube, die Probe war anstrengend für ihn. Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nee. Wäre es denn für Sie denkbar, dass Sie uns vielleicht eine Kontaktmöglichkeit zukommen lassen würden, falls wir später nochmal Fragen an Sie hätten? Ganz unverbindlich natürlich. Und Sie müssen auch nicht zustimmen, falls Ihnen das unangenehm ist und Sie mit uns nichts zu tun haben möchten, was ich aber sehr schade finden würde. Fragen? Fragen welcher Art? Ach, zu Musik allgemein, zu den Wiener Philharmonikern konkret, zu ihrer Kunst. Sie müssen doch zugeben, dass wir da jetzt gerade ein sehr angenehmes Gespräch geführt haben, oder? Ich weiß nicht so recht. Also Sie können mich hier durchaus fast jeden Tag hier antreffen. Ich setze mein gestiefelter Kater Herzzerreißgesicht auf, ja? Mit Riesenaugen. Das hat vorhin auch so gut funktioniert. Dann gib mir mal eine Probe auf gestiepelter Kater, Herz zerreißen Sie sich. Ja, okay.
Aber wir können ihn hier antreffen, okay. Ja. Im Prinzip ist es ja eh, man kann, weil man weiß ja, welche Eingänge die Musiker verwenden und könnte ihn da theoretisch ja mal nochmal abpassen oder so, ne? Genau, man kann sich dann irgendwelchen Hauseingängen reindrücken und dann warten. Genau. Wie irgendwelche Straßenräuber oder so, ne? Ja, schön. 100 Schilling halt, ne? Was hätte man sonst auch damit machen sollen? Germknödel essen. Wir sollten das lassen mit dem Bestechen. Wenn du ihm nochmal 500 gibst, darfst du wahrscheinlich auch zur Premiere. Ja, na gut. Also ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei Ihnen und hoffe, wir haben nicht so viel Unfrieden gesorgt, weil wir mal die berühmten Wiener Philharmoniker hören wollten. Ja, ganz bestimmt nicht. Unsere Probe wäre sowieso jetzt gleich zu Ende gewesen. Na dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Feierabend. Und alles Gute für Ihr Konzert. Vielen Dank. Schönen Abend, schönen Tag noch. Ja. So, wollt ihr jetzt hier noch irgendwas? Oder ich würde sonst vorschlagen, wir versuchen so schnell wie möglich zu verschwinden, bevor wir wirklich noch rausgeworfen werden. Bevor sich der Pförtner anders überlegt. Ja, was ist, wenn wir mit den Musikern rausgehen? Damit wir eben nicht vorne nochmal vorbeikommen. Na, die werden wahrscheinlich hinten durch ihre eigenen Räume hinausgehen und nicht durch den Haupteingang, oder? Genau, davon ist auszugehen. Ah, lasst uns gehen, es war doch sonst niemand da. Passt. Ja, dann würden wir denselben Weg zurückgehen, den wir gekommen sind. Ja, dann steht er wieder draußen vor der Startsuppe. 100 Schilling. Wisst ihr was? 100 Schilling, aber wisst ihr, jeden, den ich auf Barcelona anspreche, der scheint nicht beeindruckt zu sein. War der Peitner so verzweifelt? Bist du dir eigentlich sicher, dass der Paciano der Leiter der spanischen Philharmonie war? War das nicht einfach nur irgendein Geschäftsmann, der ihm einen Job angeboten hat? Sicher bin ich mir nicht. Ich wollte das immer rauskitzeln, aber die Philharmoniker aus Barcelona scheinen nicht so bekannt zu sein, dass man deren Leiter kennt. Ich denke, so langsam sollte man sich wirklich fragen, ob es den Herrn überhaupt wirklich gibt oder ob er doch nur als Ablenkung gedient hat, um die Peitners vielleicht aus der Wohnung hinauszubekommen. Wie gesagt, ich finde es merkwürdig, dass wenn der Ruf nicht so überragend, und das würde ich so Anführungszeichen machen, wenn den Philharmonikern in Barcelona ist, warum der Peitner sich dann so ins Zeug gelegt hat. Entweder war er absolut verzweifelt, weil er hier rausgeflogen ist, oder es stimmt, und ich tippe so gegen die Stirn, oder es stimmt da oben was nicht, wenn er nicht mehr hört, dass seine Geige schräg klingt. Als einziger. Der es nicht hört, dass diese Geige nicht funktioniert. Ja, und der Musiker hat ja auch bestätigt, dass er eigentlich, dass Peitner ein sehr guter Geiger war. Wenn ihr mich fragt, sollten wir wirklich den Herrn Demmel aufsuchen? Er scheint mir der Einzige zu sein, der noch wirklich einen starken Verlust hat. Denn eigentlich ist es ja seine Geige. Oder wie seht ihr das? Der Herr Demmel scheint doch noch vielleicht interessant zu sein. Ja, aus dem Gespräch heraus finde ich den jetzt als Gesprächspartner auch nicht uninteressant. Vor allem, weil wir auch nicht mehr so viele Anlaufmöglichkeiten haben. Ja, was mich auch noch interessieren würde, ob der Herr Herz, wie heißt er, Herzmanski, ob der die Geige auch gespielt hat, ob die schon von Anfang an für komisch war. Sagte er das nicht? Sagt er nicht, dass sie bei seiner ersten Expertise gut klang und bei der zweiten nicht? Oder habe ich mich da verhört? Die zweite hatte ja nicht, eine zweite Expertise konnte er nicht machen. Ah, stimmt. Und jetzt mal eine ganz wilde Vermutung, wenn der Herr Peitner selber bei sich eingebrochen ist, wenn ihm zum Beispiel durch eine Unachtsamkeit die Geige runtergefallen ist und deswegen defekt war und schräg geklungen hat und er wollte das dem Herrn Demmel gegenüber nicht zugeben. Ja, aber würde er dann nicht, wenn er zu Hause übt, mit einer heilen Geige spielen? Das war alles irgendwie sehr merkwürdig. Also ich glaube immer noch daran, dass er eventuell einfach irgendwie einen Hörschaden erlitten hat und das selber nicht mehr hören konnte. Ja, dann müsste ja doch seine Frau. Wer ist der ehrlichste Kritiker eines Mannes? Seine Ehefrau. Würde sie seinen Lebenstraum zerstören? Wenn sie ehrlich ist. Aber dann hätte sie ihn wahrscheinlich nicht irgendwie in die Arme des Spaniers geschickt, oder? Um dort in die nächste Pleite zu erleben. Falls es den überhaupt gibt. Falls es den überhaupt gibt. Also, ganz ehrlich, ich bin verwirrter als heute Morgen. Heute Morgen war die Welt noch in Ordnung. Wir sollten diesen Herrn Demmel aufsuchen. Er wird auch vielleicht noch etwas anderes in die Wege geleitet haben. Ich meine, er wird doch mit Sicherheit den Wert der Geige irgendwo erstattet haben wollen oder jedenfalls der Polizei ein bisschen Druck machen, sich der Sache anzunehmen, so teuer wie diese Geige eigentlich ist.
auch wenn er selbst vielleicht nicht so viel bezahlt hat. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Falls er überhaupt weiß, dass die Geige weg ist. Nun, wir werden eh zum Herrn Peitner müssen, um die Adresse von dem Herrn Demmel herauszubekommen. Da könnten wir ihn auch direkt fragen. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einen schönen Kaffee in einem Kaffeehaus trinken gehen? Das hatten wir doch eh vor. Und dann nutzen wir einfach dort das Telefonbuch und finden raus, wo der Herr Demmel wohnt. Vielleicht können wir da auch Nachforschungen antreffen und ich würde sehen, weil hier, hört mal zu. Für das gesellschaftliche und teilweise auch für das geschäftliche Leben von Wien sind Kaffeehäuser von höchster Bedeutung. Eine Melange sollte jeder mal getrunken haben. Den hatte ich heute Morgen. Hast du denn von einem speziellen Kaffeehaus gehört? Na, das Café Sacher ist doch da gleich hinter der Oper. Ja, ja. Oder hier steht was von einem Café Zentral. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, das Café Sacher ist quasi direkt, also sagt euch Sacher dort was? Ja. Das habe ich schon mal gehört, ja. Die ist von dort. Der Fritz hat auch diesen Reiseführer. Genau. Der illustre Wegweiser durch Wien und Umgebungen. Na dann. Die spannende Frage ist nur, ob der Wilhelm noch Kleingeld hat. Sein Onkel Gustav hat uns bestimmt gut ausgestattet. Na gut. Das gut ausgestattet ist gerade zum Wachmann rübergewandert. Nein, also ich mache mir da noch keine Sorgen, was meine finanziellen Schmerzgrenzen betrifft. Ich meine, das war zwar in Reichsmark und nicht in Schilling, aber das geht schon noch. Komplett unliquide sind wir ja auch nicht hergekommen. Okay, ihr stattet dem Sacher einen Besuch ab. Mhm. Und da könnte man doch vielleicht auch die Bedienung fragen, ob sie den Herrn Demmel kennt. Ja, ich würde dann halt eben so ein Telefonbuch mal nutzen. Vielleicht finde ich ihn da drin. Den Bauunternehmer Demmel? Wenn der sich als Mäzen betätigt und die Kunst fördert. Das ist jetzt ein bisschen sehr überfordernd, die Frage an eine einfache Kellnerin, oder? Aber wenn sie im Kaffeesacher bedient, wird sie das doch bestimmt wissen. Da werden doch auch Künstler verkehren und die werden doch auch über solche Dinge reden, wenn der einem anderen Musiker eine Geige kauft. 1-0 für Fritz. Naja, ob die Künstler sich da die Sachertochter leisten können, weiß ich nicht, aber der Herr Demmel ist auf alle Fälle wahrscheinlich schon mal häufiger da und hat vielleicht auch schon mal einen abgehalfterten Musiker mitgebracht. Also, ja, ich glaube, er betätigt sich auch als Förderer der Künste. Was ist denn mit ihm? Wir würden uns gern einfach mal mit ihm unterhalten. Also, ich schätze mal, da werden Sie einen Termin mit ihm machen müssen. Ist er so beschäftigt? Ich denke doch. Wissen Sie, Fräulein, entschuldigen Sie, ich muss an den nächsten Tisch. Natürlich. Wilhelm, meinst du, man könnte bei diesem Herrn Demmel mit dem Namen von deinem Onkel landen? Probieren könnte man's. Ja, dann ruf ihn doch mal an. Gibt's einen Telefonapparat hier? Ja. Ja, dann würde ich den nutzen und meinen Onkel Gustav anrufen. Ein Ferngespräch. Ach, come on. Was kostet die Welt? War das wirklich so schlimm? Ja. Ich weiß es nicht. Echt? Mhm. Du wartest jetzt ja vor allen Dingen auch erstmal so 20, 30 Minuten, bis überhaupt irgendwie eine Verbindung zustande kommt. Okay. Ja, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass man bloß mal den Namen von deinem Onkel erwähnt und nicht ihn gleich mit einbezieht, sondern einfach, dass du der Neffe von Gustav... Kennt man meinen Onkel hier? Ja. Also, das war die Frage, die du mir gestellt hast. Immerhin hatte dein Onkel ja auch Kontakt zu dem Herrn Peitner, der jetzt hier lebt. Also von daher irgendwie eine Verbindung zu Wien muss es ja schon geben. Ja, und dann noch als Direktor von den Julius Schreiberwerken. Ein Versuch ist es wert. Zumindest mal. Die Wiener sind doch so auf Titel bedacht, bevor man das ganze Geld fürs Telefon ausgeben. Na, ich check nur gerade nicht, was ihr... Also, ihr meint, dass ich wem gegenüber jetzt den Gustav Winklers Namen fallen lassen soll? Von dem Herrn... Dem Herrn Demmel. Okay. Und ich war wahrscheinlich gerade etwas unaufmerksam. Wir wissen jetzt, wo der Herr Demmel gerade sitzt, oder was? Nö, aber wenn wir einen Termin vereinbaren, dass du dann quasi dich als Neffe von Gustav Winkler ausgibst, dem Direktor der Schreiber... Ja. Ich meine, ich könnte auch mit meinem ruhmreichen Literaturwissenschaftsdaten prahlen, aber ja, okay. Ja, stimmt, das könnte man als Fuß in der Tür, könnte man das verwenden. Als gemeinsamer Freund vom Herrn Peitner. Mhm. Davon ausgehen, dass er weiß, dass die Geige verschwunden ist, können wir eigentlich auch, weil sonst hätte Herr Peitner wohl kaum die Polizei eingeschalten. Das wäre dann noch der zweite Trumpf, ja. Ja, okay, dann gehe ich zum Telefonapparat, wähle die mir zuvor mitgeteilte Nummer und lausche dem Piepen, Läuten, Ticken, wie auch immer das innerhalb dieses Apparates vor sich geht.
Bauunternehmung Demmel, Hollebeck am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Frau Hollebeck. Ich hätte gerne Herrn Demmel persönlich gesprochen. Ist er erreichbar? Nun, der Herr Demmel ist im Moment nicht im Hause. In welcher Angelegenheit denn? Nun, es ginge um die Sache wegen eines gemeinsamen Freundes, wegen des Herrn Peintner. Er müsste Bescheid wissen. Herr Peintner. Ja. Mhm. Nun, ich bin ein wenig skeptisch, ob Herr Demmel diesbezüglich zur Verfügung steht. Warum denn? Der Herr Demmel ist derzeit nicht sehr positiv auf Herrn Peintner zu sprechen. Ach, das ist mir gänzlich neu. Meines Wissens unterhalten Sie eine rege, innige Beziehung. Was ist denn da vorgefallen? Nun, dazu kann ich Ihnen leider keine Auskünfte erteilen. Ach Gott, ist das alles so professionell. Warum gibt's keine Tratschweiber in diesem ganzen Wien? Na, hören Sie mal. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Das habe ich natürlich nicht laut gesagt. Bitte? Ich habe Sie sehr wohl gehört. Frau Ulebeck, es freut mich, Sie am Apparat gehabt zu haben. Ich werde es einfach später nochmal versuchen. Auf Wiederhören. Wiederhören. Haben wir das schon gewusst, dass die sich zerstritten haben? Nee, nicht so richtig. Das war ja sehr erfolgreich. Wann haben wir jetzt den Termin? Vielleicht hättest du doch deinen Onkel erwähnen sollen. Ja, ich habe mir gedacht, ich krieg ihn gleich so an den Apparat und mit ihm rede ich dann über meinen Onkel. Mach dir nichts draus, war eine 50-50-Chance. Vielleicht sollte man dann wirklich schauen, dass wir den Daimler persönlich irgendwie abpassen. Aber Moment, ach Gott, ich muss wieder die Episode nachhören, um zu hören, was die hat sich ja vorgestellt. Die hat ja gesagt, was das für ein Geschäft ist oder für eine... Bauunternehmen, okay. Damit sollte man es relativ leicht finden, ne? So viele Bauunternehmen Daimler wird es in der Stadt nicht geben. Wahrscheinlich nicht. Das haben wir ja auch schon von der, von dieser Bedienung erfahren, dass es ein Bauunternehmer ist. Okay. Irgendwie scheint der Herr Peitner hier keinen guten Stand mehr in der Stadt zu haben. Ja? Das scheint nur mit einer dissonanten Geige zu tun zu haben. Von der er offensichtlich nicht ablassen wollte. Diese Geige hat sein Leben zerstört. Kann man das so zusammenfassen? So stellt es sich dar. Vielleicht sollten wir direkt nochmal mit dem Herrn Peitner einfach sprechen. Sollte man ihn vielleicht auf diese Geschichte mit der Dissonanz ansprechen? Wird zwar schwierig sein, einem Künstler zu sagen, dass alle sagen, dass er nur noch schräge Musik macht, aber... Es wird definitiv interessant für uns sein, seine Reaktion darauf zu sehen. Mhm. Tja, Pläne, Strategien, Ideen für in 2 Wochen halt, ne? Jupp. Es sind noch genügend offene Enden übrig. Es bleibt spannend. Auf jeden Fall. In dem Sinne, bis dahin. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao. Danke fürs Zuhören. Jo, ciao. 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 Viel Spaß. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Außerdem können uns auf Patreon bereits ab 1 Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und die Dorotheengasse ist hier um die Ecke. Kann euch ja nochmal auf die Karte schubsen. Schupp. Und weil das nicht so wirklich spielrelevant ist. Ja, aber ihr wollt es akkurat haben, dann kriegt ihr das auch akkurat. Ja, ist okay. Das war jetzt schon eine Frage an die Frau Peitner. Die weiß sowas. So, dafür müsst ihr einmal quer durch die Altstadt. Auf der Karte ist das im Abschnitt H5 zu finden. Ich ping es da gerade mal an. So. Ah ja, ich hab's. Aber der Wilhelm kann euch bestimmt dahin führen, der weiß genau, wo das ist. Ja, ich weiß tatsächlich ungefähr, wo das ist, ja. Hallo, Herr Smanski. Herr Smanski. Das ist so ein Zungenbrecher. Ist es. Nachdem wir fürstlich gespeist haben und auch die Rechnung beglichen haben, würde ich sagen, machen wir uns dorthin auf den Weg. Eine saftige Rechnung, ne? Ja, da im ersten Bezirk auf jeden Fall, ja.
Ja, da kam unter Garantie der Touristenaufschlag noch drauf. Von daher. Wir sehen noch gar nicht aus wie Touristen. Wir reden aber auch nicht wie Wiener. Also. Genau. Ihr seid von Weitem schon als Tourist. Total inkognito. Vielleicht haben wir auch die Chance, mit dem einen oder anderen Musiker zu sprechen. Ja, genau, mit irgendwelchen Tuba-Spielern oder irgendwelchen Paukenschlägern oder so, die nie drankommen, da kannst du halt kurz antippen. Ja, man könnte sich auch den Geiger anschauen, einen der Geiger und den schnappen. Da gibt's doch bestimmt Konkurrenzding unter Geigern. Nun, lasst uns erstmal schauen, wer überhaupt da ist. Gibt's da auch einen ersten Geiger in der Besetzung? Ja, gib mir eine Probe auf Kunst, Musik. Hey, sowas hab ich, glaub, gar nicht. Hab ich sowas? Na, gibt's das überhaupt? Bestimmt, wenn ich danach fragt. Klar, Handwerk Kunst gibt es, mit der Ausprägung Musik. Habt ihr wahrscheinlich aber nicht. Habt aber nur Grundchance. Danke. Ja. Dann war meine 5 Mark ja geradezu günstig. Naja. Ja, es war schon gute Bestechung, ne? Ja, der Onkel Gustav wird's schon richten. Aber das, wollen wir das heute noch machen oder wollen wir das uns fürs nächste Mal vornehmen? Weil der Michael schreibt, 22.15 ist Ende. Können auch gerade machen, wenn's passt. Ja. Dann finden wir quasi beim nächsten Mal raus, wo der Herr Demmel, oder wir haben ja die Telefonnummer aus dem Telefonbuch, würden dann genau. Wir eventuell anrufen. Ja. Gab es da eigentlich auch eine Adresse von ihm mit dabei? Ja. Oder nur die Rufnummer? Ich glaube, damals war nur Rufnummer dahinterlegt. Okay. Heutzutage wäre es gar nicht mehr hinterlegt, weil jeder sagt, er will nicht im Telefonbuch stehen. Genau. Ja, was macht er? Ruft er an? Dann machen wir jetzt noch schnell das Gespräch. Okay, ja, passt, dann rufen wir an. Ja, vereinbaren wir einen Termin für nächste Woche. Hätten Sie im Herbst ein bisschen Zeit? Herr Beck oder Frau Beck? Frau Holebeck. Frau Holebeck. Guten Tag, Frau Holebeck. Nicht Holodeck, sondern... Ja. Also es hört sich so an wie Michelle Ulebeck, aber wurscht. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.